Hallo zusammen, ich bin Frank Sanderell. Ich spiele zusammen mit 7 Kolleginnen und Kollegen im Tonhalle Orchester den Kontrabass. Wenn ich gerade nicht Bass spiele, mache ich verschiedene andere Dinge wie Lesen, Gamen, Velofahren und oft jetzt in letzter Zeit auch Segeln. Und deshalb brauchen wir, vielleicht nicht für den Bass, aber für meine kleine Tochter, brauche ich diese Schwimmweste. Brauchen wir jetzt aber nicht. Und ich werde jetzt wahrscheinlich auch nicht baden gehen. Deshalb nehme ich die auch mal weg. Wenn wir hier im Tonhalle-Orchester Kontrabass spielen, benutzen wir normalerweise den Bogen. Und so ein Bass mit Bogen gestrichen kann ziemlich traurig und einsam klingen, wie in der ersten Symphonie von Gustav Mahler. Oder wild und ausgelassen, wie in der 5. von Beethoven. Manchmal spielen wir auch gezupft, pizzicato nennen wir das, wo wir den Finger mit der Seite zupfen. Edvard Grieg in der Halle des Bergkönigs. Was auf dem Kontrabass auch sehr gut klingt, sind sogenannte Flageolett-Töne, die an Schwingungsknoten in der Saite gespielt werden können, ohne die Saiten aufs Griffbrett zu drücken. Und damit kann man ganze Stücke komponieren. Serge Koussevitzky, Humoresque. Und jetzt spiele ich noch ein kleines Konzert für euch. Domenico Dragonetti, Walzer. Bis bald in der Tonhalle.